Herzlich willkommen zu einem neuen Talk with Me und ich habe mir einen Gast eingeladen, der in der Szene momentan nicht unumstritten ist sozusagen. Und ich würde einfach mal sagen, stell dich mal kurz mal vor. Ja, okay, hallo, ich bin der Roman. Also, ja, sollte ein paar von euch bekannt sein. Jetzt, okay, war jetzt eine schöne Einleitung von ihm, aber ja, was soll ich sagen? Eine Szene beliebt, mehr oder weniger, ne? Wie man es halt sieht. Ja, genau. Also wie es immer so ist, ne? Mit Für- und Gegensprechern. Nee, also der liebe Romanov, wie er dann heißt, auch auf dem PC, habe ich mir eingeladen, weil so viele sich gewünscht haben. Und ja, natürlich die erste Frage, die ich jedem stelle: Wie bist du zu AC gekommen? Das ist eigentlich eine relativ langweilige Story. Das ist einfach, ich war halt mal beim Kumpel, normal, und der hat halt einfach AC2 gespielt. Und ich fand das halt total cool und habe es mir dann auch geholt. Direkt AC2 und dann auch AC1 habe ich mir nicht gekauft. Das ist so eine Sache. Das habe ich bei dem Revelations Pack dazu bekommen. Okay. Das heißt quasi, ich habe AC2, Brotherhood und Revelations gezockt. Und dann mit dem Revelations habe ich dann auch das AC1 dazu bekommen. Das war so eine PS3-Sache. Und ja, so bin ich halt zu AC gekommen. Okay. Hast du denn AC1 gespielt oder hast du es einfach nur liegen? Liegen habe ich es nirgendwo, weil es einfach keinen Disc dazu gibt. Aber gespielt habe ich es ja mehr oder weniger halt. Ich habe auch die Altair-Erinnerungen in ACR, die haben mir extrem Spaß gemacht, diese drei, vier Stück. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, ja, komm, ziehst dir auch mal AC1 rein, ne? Und ja, ging eigentlich gut. Also hat auch Spaß gemacht. Okay. Altair ist mir sogar fast lieber als Ezio. Okay. Du spielst jetzt AC seit AC2 oder AC Brotherhood, sagen wir mal so, den Multiplayer auch. Du hast auch viele Leute kennengelernt in der Zeit. Gegen wen würdest du am liebsten spielen? Wenn du jetzt ein Team hättest, zusammen sozusagen, würdest du sagen, ja, dieses Team, gegen das möchte ich gerne jetzt spielen. Wer wäre das? Das kann ich nicht so sagen. Ich spiele halt einfach keine Ahnung. Jetzt erwartest du wahrscheinlich irgendwie so Lights-Video oder Emo oder sowas, aber Nein. ich habe da ganz ehrlich, ich habe da jetzt einfach keinen Favoriten als Gegner. Also ich habe nicht meinen Favoriten als Team. Also ich hätte schon ein paar Leute, mit denen ich gerne spiele, aber so ist es mir eigentlich recht egal. Also nicht so, wenn du jetzt mit deinen Freunden zusammen spielst, sage ich mal jetzt hier so Mashups oder sowas, wo du sagst, gegen das Team spiele ich gerne, weil es am meisten Spaß bringt. So, nee, aber ich spiele halt einfach gegen Leute gerne, also gerne gegen Leute so rum, die halt, na, wie soll ich sagen, die halt clean spielen quasi, also nicht so Shieldport. Smokeport passt ja eigentlich, weil das kann man ja mit genug kontern, aber so ist eigentlich relativ egal, Okay, ganz ehrlich. okay. Du spielst ja nicht nur auf dem PC, du bist auch auf der PlayStation aktiv, glaube ich. Oder Nee, jetzt nicht seit mehr? einer guten Oder? Zeit nicht mehr, ne? Nicht mehr relativ. Okay, aber du hast gespielt entsprechend auf der PS3. Ja, schon. Sind dir irgendwelche Unterschiede aufgefallen zwischen PlayStation-Spieler und PC-Spielern, als du den Wechsel gemacht hast, sozusagen? Als ich den Wechsel gemacht habe, ja, es ist quasi so, dass du auf der PS3 halt nur wirklich Assassinate-Spieler hattest. Also meiner Meinung nach, aber das liegt wahrscheinlich auch nur daran, weil ich dort nur Assassinate gespielt habe. Und man hatte halt kaum irgendwelche guten Teams, die Artifacts zurückgespielt haben. Und auf dem PC war das mehr gemischt. Da waren halt die Leute, die Assassinate gespielt haben und jetzt mittlerweile alle weg sind. Und die paar Leute, die Artifacts zurückgespielt haben und teilweise sogar noch da sind. Jetzt letzte Woche, ich glaube letzte Woche war das, da kam die Ankündigung, es gibt ein neues Tourney auf dem PC, der Ja. AC4. Nimmst du dran teil Ja. oder? Ich weiß es noch nicht, aber ich denke schon. Also, ja. Wieso nicht? Ne? Ja, ich frage ja, ich weiß es nicht, also. Ja. Sommerferien ist halt, hat man Zeit, ne? Passt. Okay. Ja, also keine Schule, kein Stress und so. Also weniger, auf jeden Fall. Da hat man halt auch schon mal Lust und Zeit ein. Ja, mal so ein bisschen Zeit aufzuwenden, mal ein Tournament zu spielen. Jetzt eine einfache Frage: Gibt es schon Leute, mit denen du zusammen spielen würdest oder die gefragt hast, ob das für die zusammen spielen oder? Ja, ich habe sogar gut viele Leute, aber das Problem ist halt einfach, dass die AC4 nicht packen. Also teilweise die PCs oder auch
einfach keine Lust auf AC4 haben, weil sie es irgendwie nicht gut finden. Mhm. Aber sonst, ich halt auch so ein Team, glaube ich, ja, müsste gut hinkommen. Okay. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen von den ersten zwei Teams, die sich gemeldet haben, unter anderem ein Team mit Lightsviti. Ist das jetzt für dich zum Grund auch teilzunehmen? Nee, weil, also es, ich habe ja auch so schon Gründe teilzunehmen, weil es einfach ein AC4-Tournament ist, was ich auch noch nie hatte. Aber so muss ich sagen, wenn ich jetzt sehe, Lightsviti in irgendeinem Team eingetragen, ich glaube, das ist Rice, oder? Richtig? Das ja, Team. Genau. Genau, das mit Chris und den ganzen ungarischen Leuten, dann halt Lightsviti und Solitary, muss ich sagen, das ist mir egal. Also ich habe auch Scrims gegen ihn gespielt, ich habe auch Scrims mit ihm gespielt, das geht alles klar. Also kein Problem. Es gab ja die große Welle, das bestimmt ja, ich mal, wo es entsprechende Videos gab, sozusagen, ne, mit euch beiden. Ich weiß nicht den Grund, warum es so entstanden ist. Ja, ich sag nichts, ja. Nein, du machst ja auch ein entsprechende AC-Tourneys ja mit. Artifact hast du mitgemacht, glaube ich, ne? Meuchelt hast du mitgemacht. Also du bist ja schon vielfältig unterwegs in AC, oder? Meucheln mehr oder weniger. Ich bin halt nach der ersten Runde raus. Ich habe halt die erste Runde gewonnen, bin dann raus. Ja gut, aber du hast ja mitgemacht. Also von daher... Ja, halt drei Matches. Okay. Also, dann das war ja immer so pro Runde drei Matches. Ne? Jetzt natürlich die Frage, weil der Modus an sich, der gute Modus an sich, Domination, das Turnier, da hast du, glaube ich, nicht mitgemacht, oder? Nein, weil ich Domination einfach nicht packe. Okay. Ich weiß nicht, das ist so eine Sache. Man nimmt ein Territorium ein und dann, weiß nicht, man stunt einen, man killt noch einen und dann killt man sogar noch einen und dann ist der Gegner der eine, der noch da ist, der ist dann ein Teammate von dir und killt dich danach. Das ist scheiße halt, ne? Also, so Sachen ist halt voll unnötig. Aber das ist halt Domination, das ist halt noch mehr auf Lags ausgelegt als AA oder Meucheln. Deswegen wollte ich mir das nicht antun. Okay. Ja, so die AC-Geschichte würde ich gerne abschließen jetzt mit einem kleinen Frage-Antwort-Spiel. Meine erste Frage ist, du antwortest aus dem Bauch heraus natürlich, was ist dein Lieblings-AC-Single-Charakter? Bitte? Also jetzt wie? Also vom Singleplayer, also der Lieblingscharakter. Vom Singleplayer, also Ezio Connor oder Alter Ihr oder ja, halt dieser Edward. Ja, ich würde sagen Alter Ihr. Alter Ihr, okay. Ja. Wenn du angreifst, greifst du lieber mit Shield an oder lieber mit Smoke? Mit beidem. Also Shield Smoke einfach. Also, okay, machst du beides, okay. Du hast nicht gerechnet, ne? Nee, verwirrt mich ein bisschen. Weil alle oder viele sagen natürlich entsprechend Teleport. Ja, einige hauen sogar raus, hemmen oder sowas. Also von daher, ich war ein bisschen überrascht. Ich kassiere immer durch meinen Teleport, das ist brutal. Also ich porte da einfach weg und dann bin ich halt trotzdem tot. Also das interessiert da einfach keinen. Das kenne ich auch. Immer wenn ich die finde, dann dodgen sie immer so richtig dreist raus. Ne? Da stellen sie sich ungefähr 5 Meter vor dich hin, schmeißen den Port an, du rennst hin und dann dodgen sie raus. Ne? Aber wenn du portest, da haben sie ewig Zeit. Ja, das kenne ich auch. Oder du portest direkt in die Arme rein von jemandem. Oder sie porten durch das Wipe. Das ist Klassiker. Durch das Wipe-Port. Stimmt auch. Okay, nächste Frage. Ja. Lieber Meucheln oder lieber Artefaktangriff? Artefaktangriff. Okay. Was ist deine Lieblingsfähigkeit im Multiplayer? Also jetzt im Gesamten oder vor AC3? Gesamt. Also Gesamt würde ich sagen, das Shield. Das Shield, okay. Wenn du die Möglichkeit hättest sozusagen, was wäre dir lieber, oder was machst du am liebsten? So Grab-Kills oder lieber Teleport-Kills? Ganz ehrlich, keins von beiden, weil ich weiß nicht, auf die Dauer werden die langweilig. Also das ist ja immer die gleiche Animation, ne? Ja gut, aber es gibt ja trotzdem irgendwie so einen gewissen Kick, sag ich mal. Bei irgendwas. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der macht nur Teleport-Kills oder ist darauf ausgelegt und der geht jedes Mal auf jede Katze. Okay. Also von daher. Ja, ich wollte gerade so einen Namen raushusten, aber ich habe es doch gelassen. Hau raus!
Hört keiner nee, zu. Dann lieber Teleport-Kills, weil Grab-Kills ist so eine Sache. Da rennen dir die Noobs immer rein und dann kannst du einfach nur grappen ohne Ende. Das ist dann nichts Besonderes. Okay. Gut. Ja. Dann lass uns das Thema AC abschließen. Lass uns ein bisschen auf YouTube zu sprechen kommen. Da bist du ja auch aktiv. Ja, mehr oder weniger, ja. Seit wann machst du Videos auf YouTube? Warte mal, lass mich mal nachschauen. Seit 2 Jahren schon. Du Scheiß. Warte mal. Seit dem 1. April 2013. Fuck, das ist ja ewig her. Oh nee. Okay, wenn du AC-Videos guckst, was ist dir lieber? Also welcher Stil? So Commentary, lieber Montagen, lieber Gameplays? Also, ich sag's mal so, von den Montagen, die so in AC ihren Umlauf machen, die deprimieren mich teilweise. Und dann sage ich mir halt eigentlich am liebsten Commentaries live. Also, ja. Live Commentaries? Ja. Okay. Du bist ja, so Fanatiker mit deiner Rap-Musik schon hier, Heavy-Metal-Musik. Ja. Und das führt so ein bisschen zu Kontroversen sozusagen. Warum nimmst du gerade diese Musik? Weil, ich sag mal, der Gro an sich nimmt ja nur entsprechend Elektro irgendwas hier, Dubstep und weiß was der Geier alles. Und du bist so da mit der Einzige, der halt dieses Heavy-Metal-Zeug nimmt. Gab's irgendwie einen Grund für, oder? Ich bin nicht der Einzige. Das soll mir hier keiner unterstellen. Nein, aber du bist, ich sag mal, einer der wenigen, ja. Ich weiß schon. Ja, auf jeden Fall, ich finde halt Elektro nicht so spannend. Das ist halt einfach persönlicher Musikgeschmack. Da muss ich dir, glaube ich, auch nicht irgendwie große Gründe nennen. Es ist halt einfach so eine Sache, entweder es gefällt einem und es gefällt halt einem nicht. Ne? Und ich finde halt, die Musik passt halt auch immer zu den aggressiven Animationen, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Okay. Also, das ist ja auch nicht irgendwie Streichelei mit den Animationen, sondern da wird irgendwie, werden Klinge reingerammt und Haken links, rechts und immer so Sachen. Ja, klang jetzt komisch, aber ist so. Könntest du dir auch vorstellen, andere Musik mal zu nehmen? Ey, ja, ich hab mal an Hip-Hop oder an Trap gedacht. Und was raus geworden? Bisher noch nichts, weil ich intelligenterweise einfach mal 30 Minuten Video mit Clips gemacht habe und einfach keine übrig gelassen. Das heißt, am Arsch bin ich. Du brauchst Gameplays. Ja, mehr oder weniger, und ich bin auch ein bisschen faul und das ist so eine Kombination aus allem. Das kenne ich sehr, sehr gut. was können wir von dir erwarten, so in Zukunft denn jetzt noch? Ich habe absolut keine Ahnung. Wahrscheinlich noch ein paar Videos zum Turnier. Vielleicht. Nee, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Und so, ich sag mal, so Commentary-Geschichten? Hast du da nicht irgendwie Lust mal drauf? Nicht unbedingt. Also ich bin jetzt irgendwie nicht ein guter Redner oder Kommentator oder wie auch immer. Ich bin jetzt auch nicht eine Person, die jetzt irgendwie während dem Gameplay so krass rumschreit, dass es irgendwie lustig wäre oder. Nee, nicht wirklich. Nicht dein Ding. Nee, kommt halt nur irgendwie alle 2 Minuten mal wieder Pullback, mehr nicht. Du machst ja auch entsprechend Montagen. Ja. Mit welcher Software machst du das? Ja, Sony Vegas, oder? Ja, 13 halt. Okay. Also, ja, ich denke, YouTube an sich, die Geschichte, sollten wir jetzt auch abschließen, so langsam, weil die Zeit läuft ja auch und ich weiß im Nachhinein, dass immer ein bisschen mehr Zeit gebraucht wird am Ende hin. Deswegen, Zeit ist am Fliegen. Genau, ja. genau. Deswegen jetzt wieder Frage-Antwort-Spiel zu YouTube. Bist du bereit? Ja. Okay. Ready. Wie oft schaust du YouTube am Tag? Wie oft oder wie viel? Wie oft? Wie oft? Ja, 1-2 Mal. Und dann 2-3 Stunden? Achso, nein. Je nachdem, ich glaube höchstens eine halbe Stunde, also ich ziehe mir da echt nicht viel rein, außer wenn mal halt mal wieder von Mahat so ein Behind the Animals kommt, das feiere ich immer, weil der denkt sich immer so einen Müll aus, das ist einfach nur geil.
Oder es kommen irgendwelche Tournament-Videos, die schaue ich mir auch gerne an. Und die und da gibt es halt einfach einen Channel, der lädt irgendwelche COD und Counter-Strike-Edits von anderen Leuten hoch. Die schaue ich auch gerne. Aber es sind dann halt nur so 1-Minuten-Clips maximal und dann kommt man da nicht auf wirklich viel Zeit. Okay. Gameplays. Lieber mit Live-Commentary oder lieber mit Musik? Mit Live-Commentary, weil ich die Musik sowieso mute. Also, ja, Live-Commentary. Selbst wenn es Musik wäre, also ich sag mal so Heavy-Metal-Musik? Ja, selbst dann. Immer Live-Commentary. Okay. Ja. Was ist dein Favorite AC-YouTuber momentan? Okay. Die Frage hätte ich jetzt... Oh Gott, ich hasse dich. warte mal. Es kann nur eine Antwort geben. Jetzt ist die... Es kann nur einen geben, richtig. Richtig, richtig. Also AC-YouTuber oder generell YouTuber oder nee, AC-Spieler. AC. Plattform ist völlig egal. Ja, aber ich glaube, du weißt, worauf es sich belassen wird. Oder, ja. Schauen wir mal. Also ich denke, es wird ein PC-YouTuber, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Es könnte auch ein Xbox-YouTuber sein. Ich höre so Mahat heraus schon so langsam. Mahat, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. Ich habe den früher nicht wirklich gefeiert, weil der war irgendwie ein bisschen overhyped, als er angefangen hat. Dann gab es ja immer so diese Leute, die irgendwie schon alle kannten, die 1000 Kontakte und Prestige ohne Ende hatten und haben sie einen YouTube-Channel ohne Video auf einmal 100 Subs oder so. Dann machst du ein Video, hat er auf einmal 200 und pro Video 100 Subs dazu oder so ein Müll. Und da fand ich das halt gar nicht geil, ne? Und habe mich von Mahat Baklama abgewendet oder abgewandt. Oh, je nachdem. Ja, das würde ihn freuen. Mit der Peitsche hinterher und so. Ja, ja. Also, jetzt, deine Okay, warte. Deine Antwort. Einloggen, richtig. Einmal, ich würde sagen, YouTuber für mich muss relativ konstant und unterhaltsam sein und das war einfach in letzter Zeit der liebe Noctus. Ja. Mhm. Der hat ein paar gute Clip Collection Sachen hochgeladen, gefällt mir auch größtenteils. Der hat auch ein paar Videos wieder gelöscht, zum Beispiel Live Commentary, wo ich dabei bin, weil einfach hochgeladen hat. Aber egal. Ja, ich denke, Noctus wird das okay machen. Nächste Frage ist Montage mit viel oder mit wenig Editing? Ich würde sagen jetzt momentan mit viel, weil es ist so, ich meine, die sagen jetzt alle, ja, viel zu viele Effekte, das finde ich gar nicht gut, aber ich glaube einfach, die können es gar nicht. So mal, sei mal dahergestellt, ne? Okay. Theorie. Aber die kriegen das einfach nicht hin. So mal, dann einfach, weil ich habe noch keinen gesehen. Hm. Also klar, es gibt da immer irgendwie diese Lens-Flares und die Sterne, so MLG und so, aber jetzt mal den Scheiß zur Seite gestellt, hat man dann einfach nur, es ist eigentlich immer das Gleiche, es ist also Gameplay, Musik und am besten Linkin Park, darauf stehe ich sehr. Nein, war ein Spaß. Ich hasse das. Also wirklich, ich pack das gar nicht, weil überall hört man Linkin Park einfach. Sorry, aber... Und dann, was jetzt dann auch wieder vor ein paar Monaten oder vom halben Jahr, keine Ahnung, ist Real Smart Motion Blur. Das ist die Neuentdeckung von AC geworden. Das ist quasi diese Verzerrung, die sich der Bewegung anpasst, also Kameradrehen oder so. Soll, da übertreiben die Leute auch immer gut mit. Und ja, sonst das Übliche halt auch übertrieben. Also einfach, ja. Das war jetzt einfach übertrieben, ja. Ich bin einfach übertrieben. Okay. Also sagst du viel Editing, aber sinnvoll eingesetzt? Eben. Genau. Okay. Und die letzte Frage ist, was ist dein Wunsch für deinen Kanal in Zukunft? Ich habe keine Pläne für meinen Kanal. Also, echt nicht. Warte mal, lass mal schauen, wie viele Subscriber wir da haben. Am Heldentum hier die Fanbase. 458. Ja, ich sehe es auch gerade. Fast 50.000 Aufrufe. Also noch so ein Lightsweetie-Video und ich hab die. Easy. Was soll ich sagen? Ich habe
keine Pläne, keine Wünsche. Ich lebe in den Tag hinein, so, um das philosophisch abzurunden. Okay. Na, kommt noch was? Nee, keine Pläne, keine Wünsche. Okay, gut. Dann wollen wir die Geschichte jetzt hier abschließen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, das war's schon. Also, ja, okay, da, ja. Ja, wir haben Zeit schon überschritten schon wieder. Ich muss schon wieder mehr machen, als ich wollte. Die Zeit zusammen. Ja, das soll es heute gewesen sein mit Talk With Meme. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen runter. Und ja, die letzten Worte hat der Roman als Gast. Roman? Achso, ja. Ich trage Mantel. Bitte. Nee, keine Ahnung, was haben die anderen da immer so gesagt? Weiß gar nicht. Danke, dass Sie dabei waren. Ach so, ja, oder den Channel kann man auch abonnieren und sowas. Ja, genau. Ja, aber muss jetzt echt nicht sein, also Promo kann man auch wann anders machen, ne? Also. Okay, dann die allerletzte Frage für heute. Wen wünschst du dir in meinem nächsten Talk with me? Okay, da haben wir, warte mal, der Strickenzieher in Kellinghusen damals. Also du hast das Video von Mahat gesehen, oder? Natürlich. Das Behind the Animals von. Genau, der Cebeta alias Philipp Piatkowski, den sollte man an den Start holen. Alles klar. Jo. Okay, dann. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.